So, also. Jetzt fährt ein Danke. Super gemacht. So, ist der immer noch verzweifelt hier? So, ich weiß nicht, ob der verzweifelt aussieht. Aber du wirst jetzt porträtiert, mein Guter. Okay, der ist anscheinend nicht verzweifelt genug. Naja. Hier geht's runter. Wohin geht's hier? Ah, hier geht's zu den Plantagen. Aha. Ich will den Mond noch mit dazu. Aber so. Das können wir ihr ja verkaufen. Vielleicht. So, dann schlüpfen wir mal wieder hoch. Und den Verzweifelten können wir ja dann gleich übermalen. Ich dachte, der wäre traurig. Ah, ja, nee, ist er ist ja nicht traurig. Porträt der Verzweiflung. Von jemand, der wirklich traurig ist. Gut. Also, nee, mit der habe ich schon geredet. Mit jemand, der sehr traurig ist. Gut, wir werden jetzt aber erstmal wieder zur Architektin, nein. Zu der Frau mit der Flasche gehen. Und dann haben wir das auch hinter uns. Dann müssen wir da später nicht mehr hoch. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich. Dann gehen wir gleich raus. Also raus aus der Stadt. Und dann können wir die ganzen Aufträge auch malen, die wir jetzt haben. So. Oder, mir kommt gerade. Warte hier. It's going to be another late night, that's for sure. Well, I've run some tests. Unfortunately, my findings are inconclusive. The solution seems to be mixed with so many things I can't get a clear reading of its composition. I've been thinking. Melek claims the life-giving ingredient in his potions is water from the local hot springs. I know it's a big ask, but I'm wondering if you're interested in collecting water samples from each of the 5 hot springs of Eastshade. Then we can really answer this question once and for all. No more tricks, no more overpriced traps. What do you say? Ja, natürlich mache ich Fantastic. das. Take these empty vials. The collection should be fairly straightforward. Finding the 5 hot springs will be the hard part. They're in all corners of the island and some are rather tucked away. Super. Bis dann. Gut, dann müssen wir dann doch wieder hier hoch. Und ich bin einmal ja, okay. Ich habe mir gerade gedacht, wir sollen ja herausfinden, was das schönste oder der Lieblingsort von der Kräutertante ist für das Date. Und vielleicht fragt sie sie da und die Kräutertante gibt ihr einen Korb und die ist dann, also die Bärin ist dann so verzweifelt. Und ist dann traurig. Und die können wir dann abmalen. Was auch eigentlich voll dämlich ist, ne? Also ich meine, so ja, keine Ahnung, du bist gerade voll traurig. Dann haut sich einfach so ein blöder Maler vor dich hin und fängt an, so 2, 3 Stunden ein Bild zu malen und sagt so, ja, bitte, bitte, bleiben Sie traurig und bewegen Sie sich nicht. Das ist, ja, interessant. Gut, ich glaube, da drüben ist die. Nee, das ist Fisch. Das ist ein Schmied.
Da kann ich mich anziehen. Well, well, well. Your clothes are looking a little scrappy. Bet you're just about to freeze to death come nightfall. If you're ever looking to upgrade your attire, I'm sure I have just the thing. Ja, bitte. So, Mantel. 80. Okay. Well. Thema. Falsche Zucchini. I didn't try to buy any zucchinis. I grow my own at home. Yeah. Poor Tam. He tries, but things just don't seem to work out for him. So, Nava? I've lived here all my life. It's rarely developed into quite a prosperous little boom town. There's a real energy here. I don't ever want to leave. I've been sewing professionally for 30 years, but only 2 years ago was I able to have a proper stand here in the market. Exciting times! Cool, schön für Sie. A group of degenerates. They lay in pools of water, drinking hallucinogenic teas and raving about their otherworldly experiences. They'll try to trick you into believing it only alters your dreams, but don't believe them. Their goal is to consume all the tea that rightfully belongs to the goddess Tiem, and the authorities are utterly useless in the matter. If you want to support and aid the sanctity of the tea, you should seek out the Chaise as soon as possible. The Chaise are the religious group that actually uses the teas out of respect for our goddess Tiem. They have a temple on the Tiefmoor Bluffs. If you know anything about the Roots cult, you should tell them. Okay. Dann brauchen wir noch 30 Schimmersteine. Was machst du? Gut doch. Seilrutschenrolle und Teekessel. Aber nein, danke. Noch Good quatschen. Day. Good day. Nava. One thing I can say about the folks here, they never ask for swords. Which pleases me greatly, because swords are just about the most boring things you could ask a blacksmith to make. The only thing more boring than making a sword is being dead. Which, coincidentally, is what swords are used for. Which is another reason why I'm glad folks around here don't ask me to make them. I'd rather make a kettle any day of the week. Cool. See you later. Bye-bye. Just because I'm an owlfolk doesn't mean I can't control myself around copious amounts of fresh fish. Okay, sometimes I eat some of the stock, but it's my shop after all. Fisch verkaufen? Ich hab doch keinen Fisch. Angel. Alter, was kann man hier alles machen? Wo ist jetzt die Kräutertante? Warte. Eine Marktromanze. Evelina am Brotstand in Nava braucht Hilfe mit einer Dame. Bla bla bla. Okay, im unteren Markt von Nava. Das ist doch der untere Markt, oder? Ah, da drin ist sie ja nicht. Oder ist da oben der Markt? Warte, ich schaue nochmal hier durch. Falls ich sie übersehen habe. Okay, nee, gut. Dann gehen wir mal. Ah, da oben ist sie ja selber. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ein klitzekleines bisschen. Alter. Der Markt ist doch da unten, aber da ist sie ja nicht.
Vielleicht ist sie, Da ist ein Bäcker. Und daneben ist nichts. Dann muss die doch da unten sein. Bin ich dumm? Ja, aber bin ich blind? Wahrscheinlich. Am unteren Teil des Marktplatzes. Du bist der Zeitungsfuzzi? Da ist Fisch. Bist du dort? Nee. Fisch, Meat und Kleidung. Wahrscheinlich sollte sie hier sein. Soll ich den machen? Oh, vielleicht ist der das. Warte mal. Der sieht doch voll traurig aus. Nee, nicht mit Sonnenschein, sondern mit Blumen. Nee. Ja, das ist doch trostlos hier. Ja! Ha! In der Halle. Also doch in der Halle. Also in dieser Halle? Die verkauft Bücher. Elixiere. Hello. Do you want to buy any spices? Like pepper or whatever this is? Ich bin eine Freundin von Evelina. Bist du sicher, dass man das essen kann? I don't really know. I just sold a bunch of it to some guy, though. So, probably. Ich bin eine Freundin von Evelina. Oh yeah? She's pretty great, isn't she? We met at the bread stand where she works. I really like bread, so I'm over there a lot. Ich bin neu in Eastshade. Hier gibt es viele tolle Orte. Was machst du gerne hier? Ich bin neu in Eastshade. Yeah? That's pretty cool, I guess. You like to travel? I have to travel to Lindo every week to get supplies. It's fine over there, but I wish I didn't have to go all the time. It's kind of like a creepy ghost town out there. Du musst doch manchmal auch Spaß haben. Yeah, I mean, me and Evelina have been hanging out a lot. She's really great. Like the other day she made me a special loaf of bread in the shape of a flower. She's just so cool. Oh, was würdest du an einem freien Tag unternehmen? Was ist dein Lieblingsort? Ist vielleicht zu... Ja, ich mach mal das erste. Probably something with Evelina. Maybe go on a picnic? I haven't done that in a long time. There's this cool hot spring on the Salt Spring Coast. I used to go there when I was a kid. It's all the way at the end of the beach. And no one really knows about it. It's a perfect place for picnics. Das klingt nett. Das schaue ich mir mal an. Also ich muss das ja anschauen, weil... Ach, diese Flötentante. Weil da eine heiße Quelle ist. Und da muss ich ja hin. Das schaue ich mir mal an. Das klingt nett. Yeah, maybe I'll take a trip out there soon. Well, I should probably get back to pretending to know about spices. Ich sollte jetzt mal tun, als wenn... Okay. Falsche Zucchini. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. Ah, das ist die, okay. There are a group of people who like drinking this special tea. They hang out. My brother loves drinking the tea. I think they're kind of like the roots. They love dream teas too, but they believe only their gods should be able to drink them. Gut. Dann
Oh Mann, wie habe ich... Ah, verkaufen. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Mhm. Ugh, some people. So tacky. They're so very sad. Ja, das stimmt. So, ein einsamer Turm. Bitte mal mir einen verlassenen Turm. Ganz einsam soll er dastehen. Am besten mit nichts als den Himmel im Hintergrund. Keine Stadtsilhouette, bitte. Ja, easy. Eine kleine Steinbrücke. Gibt es etwas Schöneres als eine steinerne Brücke? Ich glaube kaum. Super. Haben wir beides gemacht. Und jetzt haben wir nämlich genug Geld. 103. Jetzt haben wir genug Geld für einen schönen Mantel. Well, well, well. Kaufen. Sieht gemütlich genug aus, um mich nachts warm zu halten. Yes. Jetzt können wir auch nachts raus. So. Jetzt werden wir gleich mal petzen und das schöne neue Picknickziel zu erzählen. Dum, 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 dum. Did you figure anything out? Oh God, did she tell you what she thinks of me? Du hast eine Chance. Mach dir keine Sorgen. Sie hält ziemlich viel von dir. Really? I'm dying. Tell me what she said. Where is her favorite place? Sarah, sag mir bitte nicht, dass du das gemacht hast. Lindo, wer halt... Alter, nee, die heiße Quelle an der Steinquellküste natürlich. Really? Wow. I'd heard about it, but I didn't think it was real. That sounds like the perfect magical place. Okay. I'm going to start making plans. Thank you so much. I'm so nervous. But this is going to be amazing. Wish me luck. Ja, natürlich. Come on. Hallo, ich bin nett. Also manchmal. schön. So. Ich will mal kurz zu der Heißballon-Tante gehen und schauen, ob sie das Bild kaufen will. Das vom Luftballon, das ich gemacht habe. Und genau danach würde ich die ganzen Kunstsachen abklappern. So. Alter, dass man Lindau auswählen konnte, das ist ja echt gemein. Wow. Na, ein kleiner Stein. Gut. Hallo. Hello, good traveler. Hope things are going well for you. Ja. As for me, I still haven't got anyone new out here to fly with me. Shame, because I know anyone would love it if they saw it. Hello, good traveler. As for me, ja, okay, also, got anyone new out here to fly with. Dann eben nicht. Gut, vielleicht kann ich irgendwas mit den Zeitungsfuzzi machen, dass der das in die Zeitung druckt. So. Oh. Dame, oder? Ist es. Na, und geht's jetzt besser? Heidi ho! The great traveler returns! Were you able to get some repellent? Sie hatten leider kein Abwehrmittel. Ich habe etwas Seltsames mit angehört. Okay. Kai and Kaylin? Well, they would never. Oh, you're a good person, just looking out for me and my carrots. And I do have days where I wonder myself if I'm dreaming up the mice in my head. Never actually seen the little buggers,
But them two? Positively impossible. Your heart's in a good place. You'll see, these mice will be out of there in no time. Ich habe das Abwehr. Oh well. Can't win them all, I guess. Who knows? Maybe my big ugly mug will scare the little creatures away. On guard! Hooey! Special veggie stew coming right up! See you soon! Oh, der ist einfach nur krass positiv eingestellt. Voll gut. So, ich bin hier. Ein bitterer Fisch. Ah, genau dafür brauche ich die Angeln. Stimmt. Da war ja was. Genau. Da schaue ich morgen nach. Ja, das Rätsel. Das machen wir auch irgendwann. Tims Befehl. Fahndungsplakat gelesen. Eine Gruppe nach namens die Sets suchen nach Informationen über eine andere Gruppe, die Wurzel. Lebenselixier. Genau, da sollen wir die Quellen finden. Dichtmasse. Marktromanze. Ich habe Evelina von Leilanis Lieblingsort erzählt. Ich hoffe, dass alles gut geht. Sweet. Der Luftballon. Nördlich von Nava habe ich jemand getroffen, der einen merkwürdigen fliegenden Apparat entwickelt hat. Sie wünscht sich damit ja zu befördern, aber sie hat Schwierigkeiten, die Erfinder zu beschreiben und sie sich anzuschauen. Ja, aber ich dachte, die will einfach ein Bild davon haben und das halt dann weitermachen. Ich habe ein Strandbild gemalt. Ich sollte ihm das Bild bringen. Also jetzt doch, oder was? Der wollte das doch nicht. Naja, okay. Versuchen wir es nochmal. Wir müssen sowieso dahin. Weil da gibt es schöne, Dinger und andere Dinger. Also die Häuser und die, Die Häuser und die, den Turm. Den Turm wollte ja jemand haben. So, hier muss ich ja wieder aufpassen, dass ich keine Disteln hole. Alter, ich habe ja voll viele Wurzeln hier. Gut. Oh, die sind so süß. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich die malen soll. Doch, er wollte schon ein Bild, aber eben nicht das, was du gemalt hast. Ich glaube, du bist dann nochmal zurück, um nur Strand zu malen. Ah. Genau. Warte, das Strandbild war... war das da? Also ich fand's schön. Aber wenn, ich muss ja sowieso dahin für den Turm in die Richtung. Warte, ich kann ihr jetzt auch mal sagen, Alter, es gibt so viele Abzweigungen. Jetzt sagen, dass die Apotheker jetzt das nicht gemacht haben. Also, dass die Schwarzknolle da oder so nicht gepflückt haben, sondern ich. Thanks for the painting. Zugang zu Nava. Okay. Bye now. Kann ich nicht. Entschuldigung für die Unterbrechung. So. Dann schauen wir mal.
Das ist auch, also die Brücke kann ich auf jeden Fall auch malen, aber ich würde sie von der anderen Seite malen. Und der Typ ist gerade nicht da. Ist der da drin? Entschuldigung. Euer Feuer ist noch an.